So Leute, hier wären wir und wir sind kurz davor. Das finale Treffen mit dem Erddämon. Zumindest hoffe ich darauf. Diesen Baum kennen wir. Er ist wichtig. Mensch ist selbstsüchtige Bestie. Er wird sorgen dafür, dass nichts bleibt am Leben. Wofür kämpfst du? Ich ertrage jedes Mal Schmerzen, wenn ich für dich eine Reinigung durchführe. Sowohl körperlich als auch seelisch. Um das Dorf zu retten? Für den Wald? Wie einfältig. Wofür kämpfst du? Liebst du mich wirklich? Bin ich wichtiger für dich als das Dorf? Oder der Wald? Ich hasse erwachsene Frauen. Ich möchte nicht wie deine Mutter sein. Und Jungs hasse ich auch. Ich hasse sie. Ich hasse sie alle. Wirst du nicht auch erwachsen sein und mich verlassen? Das war keine Täuschung. Das war die echte schwarze Seite in ihrem Herzen. Kann er ein solches Herz wie das ihre wirklich verstehen? Er ist nichts weiter als ein Junge. Und ich habe die finstere Seite seines Herzens fest im Griff. Okay. Das ist der finale Kampf mit dem Erddämon und es wird wahrscheinlich etwas schwieriger als die vorherigen Kämpfe. Komm her, Uli. Der Erddämon selbst ist nicht viel schwieriger als seine vorangegangenen Kreaturen, wenn wir ihn treffen. Das ist schön. Aber dieses Mal beschwört er auch seine Kreatur und die sieht... Naja, macht euch selbst ein Bild von ihr. Sieht sie nicht wunderbar aus? Beschwör deine Steine. Die machen uns nicht viel aus. Wir sind immerhin vom Element der Luft. Oh, okay. Allzu viel Schaden machen wir ihr anscheinend auch nicht. Aber es muss reichen. Wenn ich jetzt nochmal Doppelangriff kriege, dann ist das kein Problem. Wobei mein Mana nicht gerade vielversprechend voll ist. Na toll, wenn der letzte Schlag, den ich machen kann, daneben geht. Ist es nicht einfach wunderschön? Ach ja, das heißt, wir weichen aus. Ja, wir weichen aus. Wasser macht keinen Sinn. Wasser macht wirklich keinen Sinn. Der wäre beim ersten Schlag tot, Apatron. Also zu meinem Feuerwesen, dessen Namen ich nicht kenne. Ich nenne ihn ab jetzt Glurak. Nein, Glutexo. Egal, vergesst es. So stampft er auf den Boden. Okay, ich hätte jetzt mit einem Angriff gerechnet, aber dem war wohl nicht so. Und mein Mana ist selbstverständlich mal wieder fast leer. Brechen wir dir die Beine, du hast ja genug davon. Naja, zwei, aber halt große. Was zur Hölle? Okay, ich würde sagen, ein Wechsel wäre angebracht. Töte ihn! Bitte Crit, Crit, Crit. Nein, natürlich nicht. Aber ich denke mal, dass der praktisch keine große Chance mehr gegen... keine große Chance mehr gegen uns hat. Yep,
gleich fällt er um. Auf sein Gesicht. Definitiv die ekligste Kreatur, die ich in Jade Cocoon bisher erblicken durfte. Oh, ich würde sagen, damit habe ich die ekligste Kreatur auch schon besiegt. Ja, allerdings, ne? Oh, stimmt, jetzt kommt noch der Erddämon selbst. Machst du viel Schaden? Nee, oder? Nach, es geht. Okay. So schwinde er. Und fast ist er auch schon tot. Bitte, bitte. Okay. Aus Selbsterhaltungsgründen, lieber Uli. Ich brauche für diesen letzten... ich brauche gleich einfach nur alle drei Monster lebendig. Töte ihn. Okay, wir treffen natürlich nicht. Wäre ja auch übertrieben. Nochmal. Wir treffen die... Was? Scheiße. Okay, ich habe nicht drauf ge... Ich bin versteint. Ich bin jetzt... Nein! Das durfte... Nein! Ihr seht gleich, was passiert. Oh ja, das passiert, wenn man zu lang versteinert ist. Okay, der letzte Kampf wird lustig, Leute. Ja, wir sind kurz vor dem letzten Kampf. Und wir müssen ihn wohl mit zwei... Das war überhaupt nicht so geplant. Schaffen wir das? Ich hoffe einfach, dass wir es schaffen. Ansonsten muss ich nochmal bis hier hinlaufen. Und der Spinnenwald ist groß. Du bist jetzt schon mal tot. Das heißt noch nichts. Wir haben den Kampf praktisch erst angefangen und sind vernichtet.